Square Enix. Eidos Montreal. Nixus. Powered by Unreal Engine. And AMD. Physics by NVIDIA, Autodesk Gameware, powered by Rise, Shroud and Dolby Digital. Und herzlich willkommen bei Thief. Mein Name ist Ravio und das hier ist mein erstes Let's Play überhaupt. Ich wollte immer schon gerne mal Let's Plays machen, hatte aber nie einen vernünftigen PC, um zu spielen. Jetzt habe ich mir einen zugelegt, gesagt, will das Spiel haben, will spielen. Dann machen wir Let's Play. Probieren wir es gleich. Hier habe ich natürlich schon mal angetestet, ob die Einstellungen funktionieren, die Aufnahme läuft. Aber wir beginnen natürlich mit einem neuen Spiel. Akzeptieren. Und ich denke, wir spielen auf die Schurke. Die Gegner sind schwach und weniger aufmerksam. Außerdem gibt es reichlich preiswerte Ressourcen. Klingt nicht schlecht. Aber wir wollen ja schon ein bisschen was Schwierigeres haben. Deshalb spielen wir auf Dieb. Gegner sind fähig und aufmerksam. Ressourcen sind erschwinglich und ausreichend vorhanden. Meister wäre vielleicht schon ein bisschen zu krass. Die Gegner sind tödlich und Zivilisten dürfen nicht K.O. geschlagen werden oder getötet werden. Ressourcen und Upgrades sind teurer. Die Fokusanzeige leert sich schneller. Wir wollen aber auf Dieb spielen. Man kann das nicht mehr ändern. Kein Problem. Akzeptieren wir und los geht's. Hinweis: Halte X, um schnell an Leitern und Seilen hinunterzurutschen. Ja. Informative Anzeigen während der Ladescreens. Hoffen wir mal, dass es jetzt auch vernünftig läuft. Eine Sache hat mich diese Stadt gelehrt. Alles hat seinen Preis. Geheimnisse, ein Ruf, ein Leben. Und Vertrauen? Wenn du um etwas bitten musst, kannst du es dir nicht leisten. Andererseits spielt das für jemanden wie mich wohl keine Rolle. Sagen wir mal so, wann habe ich je für etwas bezahlt? Und da geht's auch schon los. Ein wunderschön designter Raum mit einem besoffenen Mann, wie es scheint, der mehrere Flaschen Schnaps intus hat. Ja, manchmal sind einfach die Augen größer als der Durst, beziehungsweise als der Körper vertragen kann. Wir löschen hier ist es zu erste hell. Kerze. Machen wir es uns etwas gemütlicher. Was haben wir denn hier Schönes? Einen goldenen Becher. Und er bringt uns Gold. Das ist doch schon mal schön. Oh, eine nackte Frau. Das wird zensiert, denke ich mal. Nein, natürlich nicht. Oh, noch ein Becher. Das freut mich. Was haben wir hier Schönes? Eine Taschenuhr. Ja, die ist doch schon gar nicht so schlecht. Was blinkt denn da bei dem Typen im Bettchen? Ein Messer. Oh, der scheint viel Geld zu haben. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Skalpell. Ach nee, ein Füller. Oh, Lexikas. Sind auch teuer, aber ich glaube, die kann ich nicht mitnehmen. Nehmen wir uns wenigstens den Flachmann mit. Vielleicht steht ja noch was von dem da drin. Wenn der Herr im Bett nicht alles ausgetrunken hat. Eine goldene Schere. Schließen wir natürlich wieder. Sonst fällt es ja auf. So. In die Hosentasche kommt dann auch noch ein ganzer Kerzenständer. Und wir löschen die zweite Kerze. Werden wir nicht mehr gesehen. Was bringt denn hier noch? Ah. Eine Untertasse. Oder ein Aschenbecher. Ein gutes Chanel. Das ist schön viel wert.
und deine Göttler sehen. Das ist immer ganz unten nichts. Okay, dann schließen wir auch wieder die Türchen, bevor der Herr uns entdeckt. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Scheint aber nicht so. Und noch ein Taschenporträt. Ein großes Medaillon. Kommen wir hier durch? Nee. Aber ich kann nur schon mal sagen, das ganze Spiel scheint schon mal echt schön designt zu sein. Also bis jetzt habe ich zwar nur diesen Raum gesehen und was ich hier draußen sehe, aber es sieht schon echt gut aus. Also ich habe mir schon viel erwartet, aber das ist schon echt schön. Sehr atmosphärisch. Gefällt mir. Schöne Musik im Hintergrund. Wir sind auf einem Markt mit vielen Opfern, die wir bestimmt noch ausrauben werden. Kann man noch ranzoomen. Sind wir hier in Spanien oder warum hat die Frau so ein Kleid an? Erinnert mich sehr stark daran. Naja, egal. Gehen wir mal weiter. Ein Fenster. Ein ganz guter Dieb. Heutzutage würde man es einfach einschlagen. Aber nein. Wir machen es vernünftig. Old Dale Brücke. Auf einem Dachboden. Ein schöner Schuh. Kann man sich da reinsetzen? Nein, leider nicht. Oder? Kaffeekränze. Hier wird dann immer schön die Zigarette geraucht. Mit mehreren Leuten. Was gibt's denn hier? Sieht man hier was? Nur Vögel. Ganz viele Vögel. Plötzliche Bewegungen in der Nähe von Vögeln führen dazu, dass sie sämtliche Personen in der Nähe alarmieren. Gut zu wissen. Hauptsache hier sind schon mal nicht viele. Wahrscheinlich kommt dann gleich schon der Hausherr hoch. Haut uns einer der Rube. Hallihallo. Hallihallo. Ja du Kleiner, na du? Schauen wir uns mal hier um. Noch ein Vogel. Scheint ein Liebhaber zu sein. Da mag wohl jemand Vögel. Ich halte mich lieber an das Gemälde. Das sollte ich mir ansehen. Sag ich doch. Er sieht's genauso. Unser Herr Geralt. Der Meisterdieb. Hey. Bewege die Maus, um nach versteckten Schaltern hinter Rahmen zu suchen. Drücke E, um sie zu betätigen. Ah, hier diesen Kreis. Wenn der leuchtet, wird man natürlich das Ding öffnen können. Ah, da. Und eh. Ein Safe. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Also man muss die Maus immer drehen und in dem Takt dreht er dann auch die Nadel. Damit die Stifte positioniert werden. Also, okay. Und Nummer 3. Öffnen wir ihn mal. Oh, eine schöne Kette. Rubine. Da scheint wohl was wert zu sein. Hoffen wir mal. Was? Kommt schon nach Hause. Tja, Volksmund heißen die Dächer Straße der Diebe. Hoffentlich ist das nicht der, von dem ich denke, dass sie das ist. Schon ein Kollege zu sein. Da hat der Herr unsere Kette. Scheint er nicht so glücklich damit zu sein. An dem Böse wohl. Gar Probleme. Und raus hier. Straße der Diebe. Sieht schon echt super aus. Die Lichteffekte. Die ganze Stadt. Also,
ich will nichts sagen, aber es gefällt mir auf jeden Fall grafisch sehr, sehr, sehr gut. Wenn man hier überall hinguckt, ist zwar gerade sehr leer, aber die Bewegungen der Girlanden sind schon echt cool gemacht. Und ja, schauen wir mal, was hier in der Schatulle drin ist. Ein Seilpfeil. Drücke 8, um ein Seilpfeil auszurüsten. Schlimmes Wort. Halte linke Maustaste, um den Bogen zu spannen. Lasse los, um einen Seilpfeil auf dem Balken über dir zu schießen. Immer Z gedrückt. Aha. Da wollen wir also hin. Dann machen wir das auch mal. Wie seht ihr an? Und Feuer. Drücke leer, um zu springen und nach Seilen zu greifen. Mit W kannst du an diesem hinaufklettern. Dann machen wir das so. Und hoch. So. Falsche Taste gedrückt. Was steht denn da? Hallo? Aaron. Natürlich. Geht's beim nächsten Mal noch etwas lauter? Wie hättest du sonst gewusst, dass ich es bin? Besso hat dir gesagt, dass wir zusammenarbeiten, oder? Tja, ich bin gekommen, also was denkst du? Ich denke, du hast dich nicht verändert. Komm schon, das wird wie früher. Sprinten aufs Schiff, ganz normal. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen bekloppt, aber genau da wollen wir ran. Brauchen wir nur ein bisschen Schwung. Auf, zack. Das war ja schon super. Schön, dass du es geschafft hast. Das macht Spaß. Hast du die Route genommen, weil sie schnell war oder weil sie Spaß gemacht hat? Geht nicht auch beides? Komm schon, erledigen wir Bessos Auftrag. Er spricht mir aus ganzem Herzen. Der Lichtkristall. Der Lichtkristall in der linken unteren Bildschirmecke zeigt an, ob du zu sehen oder in den Schatten verborgen bist. Stehst du im Schatten, bist du schlechter zu sehen. Okay. Jetzt haben wir da unten den leuchtenden Kristall. Hier eine Lampe. Hast du nicht vor, in den Schatten zu bleiben, Lady Lampenschein? In den Schatten gehen, dann verlischt er. Und wir sind nicht mehr zu sehen, beziehungsweise noch schwer. Menschen. Schauen wir mal. Wollen wir auch mal folgen. Aber hier liegt noch was. Noch eine Geldbörse. Hier sonst nichts mehr. Okay. Du solltest dir auch so ein Ding besorgen. Wir sehen uns dann drüben. Da komme ich dann wohl nicht weiter. Laden wir ab, bevor der Mitsommertag vorbei ist. Warum trinken wir nicht erst noch einen Schluck? Wir können den Karren nicht einfach stehen lassen. Heute ist ein Feiertag. Alle Diebe der Stadt liegen besoffen unter irgendeinem Tisch. Genau wie die Wachen. Ich will nicht wieder mit einem betrunkenen Wachmann diskutieren. Tja, das war wahrscheinlich der, den wir am Anfang ausgeräumt haben. Was haben wir denn hier schon? Viel zu viele. Wie kommen wir denn jetzt da rüber? Kannst du natürlich einfach mit Sprinten versuchen. Hier gibt es ja so viel auszuräumen. Viele Sachen. Können wir schon mal schleichen. Gelaufen. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen stehlen. Okay. Er sieht uns nicht.
haben uns auch nicht gesehen. Da läuft das schon gut. Das wollen wir auch noch. Jeden Becher verscherbeln wir. Gute alte Besteck von Omi. Gary, komm schon. Was haben wir so denn? Ach, da. Hi. Aber ich mache jetzt erstmal Schluss mit der Aufnahme. Hier kletter ich noch hoch. Gefällt dir die Kralle? Hab ich selbst gebaut. Das wird die Wachen sicher beeindrucken. Die haben uns garantiert gehört. Die müssen mich erstmal kriegen. Halt einfach die Augen offen. Wir sind nicht hier, um uns umzusehen, Garrett. Alles, was zählt, ist die Beute. So. Hier mache ich jetzt erstmal einen Cut. Hoffe, es hat euch gefallen fürs erste Mal. Ihr könnt mir gerne Feedback geben. Ich bin für jede Kritik offen. Für weitere Vorschläge bin ich natürlich auch offen. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Macht's gut. Und haut rein.